Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder bei unserer neuen Basis hier und ja, letztes Mal waren ganz schön viele Kreaturen hier. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo vielleicht mal schauen, ob es nicht doch einen Spawner hier noch irgendwo in der Ecke gibt, den wir vielleicht auflösen müssen, damit es dann nicht wieder zu solchen Kämpfen kommen muss, ne? Okay, wir schauen nach dem Logo, wie es da weitergeht. So, ich sehe aber keinen Spawner, also es ist vielleicht doch reiner Zufall gewesen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sehr viel Loot hier, aber wir kriegen es wahrscheinlich gar nicht zusammen, oder? Und wir wollten eigentlich schauen, dass wir hier ein bisschen was zur Verteidigung errichten, ne? Dafür brauchten wir aber Kernholz, ne? Und das ist nur Holz, die Axt. Achso, wir wollten auch zurück, ne? Wegen der Axt. Ja, wir haben ganz viele Sachen hier, ne? Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir eine Kiste hier gebaut kriegen erst. Schlafen können wir jetzt hier mittlerweile auch schon. Kriegen wir dann hier noch eine Kiste irgendwo hin? Können wir überhaupt eine Kiste herstellen? Das ist die nächste Frage. Jo, die geht tatsächlich sogar. So, das heißt, ne, den haben wir erstmal weg. Kiste öffnen, wir legen da erstmal was rein. Hier die Bären bleiben erstmal hier. Das Geld lassen wir hier. Der kann auch hier bleiben. Müssen erstmal was loswerden, ne? Hirschfell lassen wir auch hier. Bernstein nehmen wir mit. Feuerstein nehmen wir auch mit, die Federn, ja. Die Samen, nee, die Samen nicht. Ich habe schon die anderen Bären, glaube ich, hier gelassen. Ne? Jetzt lass uns mal gerade erstmal schauen, dass wir hier ein bisschen Kernholz kriegen, oder? Dafür müssen wir aber, glaube ich, ein bisschen was Besseres kaputt hauen. Dauert natürlich ewig die dicke Kiefer, ne? Ah, da sind schon wieder die Helden. Die nächste Waffe kaputt. Okay, den haben wir auch erwischt. Aber da war doch noch einer, oder? Ist der abgezischt? Muss wohl, ne? Ja, da müssen wir mal gerade an der Werkbank, ne? Damit wir wieder was heile machen. Dann den Baum hier wieder weiter bearbeiten. Ich habe auch nicht gesehen, wo der wegkam, ne? Vier war das. Schwerer Bau, ne, haben wir nicht. Aber verschiedenes waren diese Palisaden, ne? Und da sind sie. Und jetzt ist wieder dunkel, ich sehe wieder nichts, das ist wieder sehr gut, ne? Ich glaube, es macht gerade keinen Sinn.
Lass mal schlafen gehen. Bett hat nicht genug Schutz. Du glaubst es doch nicht, oder? Was ist das jetzt wieder für eine Kasperei, ey? Mach mal das Bett. Gut, das bedeutet, wir müssen noch was bauen, ne? Kriegen wir das hin? Ist die Frage. Geht da noch was? So, jetzt hat das Bett aber genug Schutz, oder? Bett hat immer noch nicht genug Schutz. Ich höre doch irgendwo einen, oder? Jetzt bin ich hier auch noch ins Wasser gleich gefallen. Ja. Ich würde gerne eine Runde schlafen, ne, damit das wieder hier besser läuft. So, dann noch eine Wand. Ist die jetzt daneben oder nicht? So, jetzt müsste das Bettchen aber genug Schutz haben, oder? Ich benötige ein Feuer in der Nähe. Ja, dann machen wir mal ein Feuer noch in der Nähe. Verschiedenes bestimmt, genau. Und wir haben sogar alles dafür. Wow. Jetzt können wir endlich schlafen. Ruhend. Du bist geschützt. Ich fühle mich ausgeruht. Das ist doch schon mal schön. Schickes Feuer hier. Jetzt können wir ein bisschen looten hier noch. Hier ist noch der Baumstamm. Kann man noch weitermachen. Kernholz gesammelt. Hier auch noch was. So. Die 4 war es, ne? Dann Rechtsklick, dann Verschiedenes, da ist es. Na? Kein Holz mehr, okay. Geht das denn noch? Okay, das würde gehen. Fehlende Voraussetzung. Ah ne, Holz fehlt immer noch dann. Aber das war jetzt nicht so prickelnd. Und dann der nächste Baum hier. Holz hacken auf 36. Bringt mir der Baumstumpf eigentlich da raus, machen wir uns. Habe ich auch Holz für gekriegt, okay. Gut. Und hier wieder ein weiterer Baum schon mal. Da vorne ist ja noch einer, den habe ich gar nicht vorhin aufgebraucht, ne? Kann das sein? Wir machen den auch noch gerade mit. Okay, das können wir alles gar nicht alles tragen. Zack. So, jetzt. Wieder mal einen falschen Buchstaben erwischt hier auf der Tastatur.
Das geht dann so. Fehlende Voraussetzungen, okay. Ursa, komm. Nehmen wir Nummer 3. Ne? 3 geht auch schon, ne? So, fehlende Voraussetzungen. Da ist ja keine einzige reingelaufen da, oder? Haben wir das ganze Holz jetzt aufgesammelt? Ich hoffe es. Ich habe mich selbst verletzt, alles klar. So, das haben wir. Was ist das hier für ein Busch? Kann man den kaputt machen? Okay, das hat funktioniert wohl. So, noch mal die 4 rausgeholt und hier noch so einen hingesetzt, ne? Und wieder kein Holz mehr. Na, das war falsch. Das war auch falsch. Das ist richtig. Komm, wir nehmen diesen Baum jetzt hier. Die Axt geht da auch bald kaputt, ne? Ach, das sind 2, okay. Jetzt die Axt gleich hin. Okay, das haben wir aber noch geschafft. Das haben wir auch noch mitgekriegt. Das ist der falsche Baum, habe ich den links zuerst kaputt gemacht. Okay, wir haben nicht genug zu tragen. Und nur einer, ne? Ne? Doch, da geht sogar noch einer. Jetzt fehlen die Voraussetzungen. Jetzt müssen wir aber hier gerade reparieren. So, das haben wir auch wieder geschafft. Hier war Kupfer, oder? Können wir mal abbauen. Mal gucken, wer da noch alles so kommt. Kein Platz im Inventar. Schmeiß das raus. So, jetzt haben wir Kupfer drin. Da war noch gerade Kupfer vorkommen da. Oder Steine.
Ist hier noch Kupfer vorkommen? Ich glaube gerade nicht, ne? Naja, wir haben jetzt unser Hütchen hier gebaut. Und können jetzt noch ein bisschen was einlagern. Ist die Frage, was, ne? Was nehmen wir mit, was nehmen wir nicht mit? Das nehmen wir nicht mit. Das Leder wäre dann schon wichtiger. Das Harz brauchen wir auch nicht mitnehmen. Kernholz, normales Holz kann hier bleiben, Kernholz kann auch hier bleiben. Jetzt haben wir es erst, oder? Ich würde sagen, dann würde ich mich auf die Reise machen zum Zentrallager und schauen, dass wir unsere Sachen da repariert kriegen. Diese hier, die wir jetzt gesammelt haben, dann auch eintauschen bzw. einschmelzen und gucken, wie wir weiter vorankommen. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.